Ich habe neue Beweise entdeckt, die mich in meinem Glauben bestärken, dass der Zion selbst auf wundersame Weise eine riesige Bibliothek ist. Ich bin überzeugt, wenn ich den Zion in Händen halte, erfahre ich, was mit meiner geliebten Amelia passiert ist. Oh, Pierre, altes Umweltschwein. Für ihr Alter sind die Ruinen in einem sehr guten Zustand. Sie sind wohl eher ein Hundemensch. Nadler hält ihre Abmachungen nicht ein, Pierre. An ihrer Stelle würde ich aussteigen. No, Mademoiselle. Nadler und ich, wir verstehen uns blind. Ich besorge ihr gewisse Dinge und sie belohnt mich fürstlich. Aber sie suchen, was auch sie sucht. Deshalb kann man ihnen nicht vertrauen. Ich vertraue meinem Instinkt. Und deshalb sind sie nur auf Platz 2. Ich bin ein Profi. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit und werde dafür bezahlt. Es gibt Wichtigeres im Leben als Geld. Es geht ja nicht um das Leben, sondern ums Geschäft. Ihre Zwangsneurose verhindert, dass Sie den Unterschied erkennen. Sie hat mich nicht daran gehindert, einen Teil des Zion zu finden. Das meinen Sie doch mit Geschäft. Touché. Warum finden wir dann nicht heraus, wessen Neurose den nächsten Splitter findet? Vielleicht sind die Wandgemälde hier nicht nur Dekoration. Die Griechen hatten eine Schwäche für Himmelskörper.
Anscheinend gibt es für jede Tür in diesem Bereich einen Schalter. Ich brauche wohl 4 Schlüssel, um die große Tür am Boden dieses Raums zu öffnen. Es ist wichtig, wie schnell das Tor bewegt wird. Thank you.
Einige Schalter erreicht man nur, wenn sie unter Wasser sind. Sieht aus, als könnte man den Wasserstand in diesem Raum ändern. Thank you.
Ich sollte mich hier mal umsehen. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Thank you.
Das Tor kann man sicher anheben. Die Statuen sehen marode aus.
Nein. Der Laden hier ist total baufällig. Der Laden hier ist total baufällig.